Herzlich willkommen bei Sofa und Soda, dem Interview-Podcast aus Kiel mit Gästen aus Unterhaltung, Politik, Gesellschaft und Forschung. Und da sind wir auch gleich schon beim heutigen Studiogast, kann man nicht sagen, denn wir sind hier draußen an der Hörn. Wir haben zu Gast einen Mann, auf den ich mich sehr freue, denn er ist sehr viel unterwegs in Deutschland und versucht, seine frohe oder seine wichtige Botschaft zu verkünden. Es ist Mojib Latif, Professor für Klimaforschung hier am GEOMAR. Und ich bin gespannt, was er uns heute erzählen wird. Wir werden sicherlich sprechen über die Klimaerwärmung und ich freue mich einfach, dass er da ist. Jetzt geht's los. Ja, Herr Mojib Latif, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier auf dem Sofa mit Soda dabei sind. Hier an der schönen Hörn, für mich eigentlich einer der schönsten Plätze in Kiel. Was ist denn Ihr Lieblingsplatz in Kiel eigentlich? Ja, ich selbst wohne ja gar nicht in Kiel, sondern ein bisschen außerhalb am Schönberger Strand. Da ist das Meer eben schon so offen, also nicht mehr Förde. Und da hat man eben den unendlichen Blick. Man kann bis zum Horizont blicken und da bin ich natürlich am liebsten. Wir wollen heute ein bisschen starten mit schnellen Fragen und die sind nicht alle ganz ernst gemeint und mit der Bitte eben auch um eine schnelle Antwort. Können Sie das Wort Klimaerwärmung überhaupt noch hören? Also eigentlich nicht mehr. Hat Ihr Name, der ein bisschen seltsam klingt, eine Bedeutung? Wenn ja, welche? Heißt freundlich. Bezeichnen Sie sich als freundlich? Würden Sie sich auch, stimmt das? Ja, ich glaube schon, dass ich meistens sehr freundlich bin. Sind Sie ein Alarmist? Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn man Alarmist ist, dann darf man sich über die Skeptiker nicht aufregen. Tee oder Kaffee? Ja, ich bin alles Trinker, aber vor allen Dingen Kaffee. Badehose oder Skianzug? Badehose. Wie viel CO2 stößt eigentlich Ihr eigenes Auto auf? Also, es hängt davon ab natürlich, wie schnell man fährt. Ich habe mein persönliches Tempolimit. Ich fahre eigentlich immer relativ langsam. Das heißt, ich komme irgendwo so bei 100 ungefähr an, 100 Gramm. Ist das viel oder wenig? Naja, das ist eigentlich immer noch zu viel. Ist verbesserbar noch, aber ich arbeite dran. Was machen Sie eigentlich ganz persönlich im Alltag, um das Klima zu schonen? Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Fuß weg vom Gas ist schon mal sehr gut. Viel Fahrrad fahren, das ist natürlich immer das Beste, wenn man das Auto gar nicht benutzt. Und dann habe ich zu Hause so die üblichen Dinge, so Steckleisten, da kann man einfach den Schalter umkippen, dann fließt da kein Strom mehr und da hat man auch kein Problem mit Standby und solchen Geschichten. Ja, so das Übliche. Was sagen Sie eigentlich den Leuten, die Sie, der Sie ja ganz viel in den Medien sind, Sie gar nicht mehr als Wissenschaftler ernst nehmen können? Gibt es da so einen Satz, wo Sie sagen, das antworte ich denen immer? Nein, die nehme ich schon ernst. Also ich finde kaum jemanden, der mich deswegen nicht ernst nimmt, weil ich immer in den Medien bin. Es gibt natürlich Leute, die mich nicht ernst nehmen, aber die haben mich von Anfang an nicht ernst genommen. Braucht der Eisbär eigentlich einen Kühlschrank? Ja, also ich war gerade wieder in der Arktis, vor 2 Wochen zurückgekommen und wenn man das sieht, dann ist es wirklich erschreckend und insofern kommt der Titel meines Buches eben auch nicht von ungefähr. In welchem Klima wollen Sie persönlich alt werden? Tropen oder Arktis? Tropen. Gut, wir wollen starten ein bisschen mit der Arbeit natürlich. Wir sitzen hier an der schönen Hörn und viele Experten oder Experten, die sich als diese bezeichnen, sagen immer so und so sieht das, sieht Deutschland in der Zukunft aus. Wie sieht denn dieser Platz nach Ihrer Einschätzung in 100 oder 500 Jahren aus? Ja, das ist ein großer Unterschied, ob das nur 100 oder 500 Jahre sind. Das hängt in erster Linie davon ab, auch wie wir uns verhalten. Also ich will mal 2 Szenarien nennen. Er sieht im Wesentlichen so ähnlich aus wie jetzt auch, wenn wir endlich mal lernen aus den Resultaten, die Wissenschaft ja gefunden hat. Dieser Platz wird überschwemmt sein, wenn wir nichts daraus lernen, wenn der Meeresspiegel um mehrere Meter gestiegen ist innerhalb der nächsten 500 Jahre. Jetzt müssen Sie mir das nochmal erklären. Wenn jetzt irgendwo auf der Erde ein großes Starkregenereignis ist, so eine Überschwemmung, ist das dann ein Wetterereignis oder ist das dann schon Klima? Wo ist da der Unterschied? Wann wird Wetter zu Klima? Ich verstehe das alles nicht.
Ja, ist auch schwer zu verstehen. Es gibt da einen ganz witzigen Spruch: Klima ist das, was man erwartet, und Wetter ist das, was man bekommt. Und das zeigt schon, also Klima, das muss man über längere Zeiträume betrachten, und Wetter, das ist eben so das Chaotische, was so stündlich, täglich passiert. Und das muss man einfach auseinanderhalten. Aus einem Ereignis kann man eben gar nichts ablesen. Und wann kann man sagen, okay, das sind jetzt so viele Wetterereignisse, die sind so drastisch anders, das hat bestimmt jetzt irgendwas mit dem Klima zu tun? Ja, nehmen Sie den gezinkten Würfel. Wenn Sie einmal würfeln, können Sie auch nichts sagen. Aber wenn Sie 100 Mal gewürfelt haben und die 6 kommt deutlich häufiger als die anderen Zahlen, dann wissen Sie, der ist manipuliert. Und so ist es eben auch mit Wetter und Klima. Sie müssen schon Jahrzehnte, viele Jahrzehnte gucken, messen. Dann können Sie es aber auch nicht missen, dass sich so ganz allmählich unser Klima ändert. Sie haben ja gesagt, das Klima, die Klimaerwärmung legt eine Pause ein. Danach geht es aber wieder weiter, wenn wir uns nicht ändern. Ist denn langfristig gesehen das Klima überhaupt noch zu retten? Ja, auf jeden Fall. Sonst könnte ich ja einpacken und müsste nicht pausenlos den Aufklärer spielen. Also ich bin auch noch optimistisch, dass wir es hinkriegen. Nicht unbedingt, weil wir irgendwie vernünftig werden, aber ich setze auch irgendwo auf den technologischen Fortschritt. Und ich hoffe, dass wir in, sagen wir mal, 20, 30 Jahren zurückblicken und sagen, es war doch alles so einfach und was haben wir uns damals aufgeregt. Und ja, es gibt Anfangsschwierigkeiten, aber Stichwort Energiewende, wenn wir das jetzt durchziehen, wenn die anderen sehen, dass wir dann auch noch Wohlstand dabei haben und sogar unseren Wohlstand mehren können, dann können wir das alles noch gut hinkriegen. Was sagen Sie denn den Skeptikern, einem Herrn Fahrenholt oder Leuten, die diese CO2 das nicht wirklich ernst nehmen und sagen, ja, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, und werden Sie da auch mal wirklich wütend und sagen, versteht's, ich mache das mein Leben lang, wieso begreift ihr das eigentlich nicht? Kann man da auch schon mal wütend werden eigentlich? Ja klar, wird man wütend, aber je älter ich werde, desto seltener werde ich wütend. Es ist auch, glaube ich, eine absurde Diskussion. Denn ich muss gar nicht zeigen, ob jetzt irgendwelche Veränderungen auf uns Menschen zurückgehen oder nicht. Wir sitzen hier an der Hörn. Hinter uns hören wir die ganz stark befahrene Kaistraße. Wenn wir die überqueren wollen, ich meine, dann gucken wir nach links und nach rechts, und wenn die Chance 50-50 ist, dass wir überfahren werden, würden wir noch nie über die Straße gehen. Ich meine, wieso wollen wir bei den Umweltproblemen 100% haben? Es ist völlig schwachsinnig. Ja? Weil es uns selber nicht betrifft. Im jetzigen Moment. Genau, weil es im Moment nicht selber betrifft. Aber wir müssen einfach sehen, das, was wir heute sagen, das wissen wir schon seit über 100 Jahren. Die Anzeichen sind da, das CO2 nimmt zu, die Temperatur steigt, der Meeresspiegel steigt, die Wetterextreme nehmen zu, zumindest wenn wir es weltweit betrachten. Also es ist alles da, und 100% Sicherheit gibt es in der Wissenschaft nicht, die wird es nie geben. Und deswegen sollten wir uns gar nicht auf diese Diskussion einlassen. Es gibt das Vorsorgeprinzip, und das gilt. Und wenn wir nicht wissen, was passiert, und ich behaupte ja überhaupt nicht, dass ich alles weiß, ich habe doch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, ja, ich bin schließlich Wissenschaftler. Wenn ich Dinge nicht weiß, dann sollten wir das doch nicht drauf ankommen lassen. Ist es nicht eigentlich das Problem auch Nachhaltigkeit, dass es eine moralische Diskussion ist für die Zukunft, wenn man selber nicht mehr lebt, vorzusagen? Sie waren gestern bei Beckmann, Stichwort Organspende, große Diskussion, sich eine Organspende ausweisen. Ich habe selber auch noch keinen, weil es eben das Gefühl ist, ja, da bin ich ja eh tot, warum soll ich dann da noch was machen? Das ist ja eigentlich genau das Ding, es betrifft mich jetzt nicht. Ist das eine große moralische Diskussion, die geführt werden muss oder wo die Gesellschaft noch ganz viel lernen muss? Ja, natürlich müssen wir diese Diskussion führen, aber ich gehe einfach davon aus, dass man so etwas wie eine Win-Win-Situation schaffen muss. Das heißt, die Leute machen nicht etwas, weil es vernünftig ist, sondern Leute machen es, so sind wir Menschen halt, weil sie einen Vorteil davon haben. Das heißt, sie müssen einen Vorteil davon haben beim Klima. Stichwort Energiepreise, die steigen und steigen und steigen. Jeder weiß, irgendwann werden sie das Unermessliche steigen. Das heißt, es ist doch vernünftig, heute schon vorzubauen. Und egal, ob es ein Klimaproblem gibt oder nicht, es ist einfach in unserem Interesse. Es ist auch in unserem Interesse, Geld zu sparen. Und wenn man beispielsweise ein kleineres Auto fährt oder ein bisschen vorsichtiger mit dem Gaspedal umgeht, spart man unendlich viel Geld. Das muss man sich einfach mal ausrechnen. Wenn man den Leuten das klar macht, dann macht Klimaschutz auf einmal auch Spaß. Wir haben eine kleine Rubrik und wollen einen Blick in die KN, in die Kieler Nachrichten werfen. Und dort haben wir gestern, steht zum Thema Energiewende, Regierung will mehr Ökostrom, und dann sieht man Herrn Rösler, wie er das verkündet. Die gute Frau Merkel, ist die eigentlich eine Klimakanzlerin je gewesen oder ist sie es heute noch? Stimmt der Name eigentlich?
Ja, sie ist eine Klimaankündigungskanzlerin, will ich mal sagen. Sie selbst hat sich den Namen ja auch nicht gegeben. Das waren ja die Medien. Das war damals in Heiligendamm 2007. Ich war selbst dabei. Weltwirtschaftsgipfel, Thema Klima ganz oben. Herr Busch war dabei und so weiter. Aber wenn man sich einfach die Erklärung anguckt, dann kann man ja nur schmunzeln. Die Erklärung damals hieß, wir erwägen ernsthaft, den Ausstoß der Treibhausgase bis 2050 zu halbieren. Wir erwägen ernsthaft. Nun gehen Sie mal in eine Bank und wollen Kredite und dann sagen Sie, ich erwäge ernsthaft, den Kredit zurückzuzahlen. Fliegen Sie dreikantig gleich wieder raus. Ja? Was wäre denn ein besserer Name für Sie, für Frau Merkel? Naja, ich würde es immer neutral machen und würde sagen, unsere Kanzlerin. Ja, ich meine, sie ist nicht besser oder schlechter als andere. Und es ist natürlich auch schwierig in der Politik, das sehe ich ja auch. Also Frau Merkel kann ich zugutehalten, dass sie die Materie, also die Klimaproblematik wirklich verstanden hat. Also sie ist eine der wenigen, die ich kenne, die es wirklich verstanden hat. Weil sie Physikerin ist? Weil sie Physikerin ist, davon gehe ich mal aus, dass das der eigentliche Grund ist. Aber sie kann natürlich gegen Länder wie Amerika, die sich total verweigern, auch nichts ausrichten. Dafür ist einfach Deutschland auch nicht mächtig genug. Jetzt ist es ja schon so, dass man oft kritisiert wird, auch mal persönlicher kritisiert wird und dass es auch ein hartes Geschäft ist. Das heißt, man lässt auch viele nerven. Was sind denn so Momente in Ihrem Leben, in Ihrem Arbeitsleben, wo Sie sagen, okay, deswegen mache ich das Ganze, deswegen reise ich durch die Republik und stelle mich vor viele Kameras. Das ist der Grund, warum ich das alles mache. Naja, das sind eigentlich gar nicht die Kameras, sondern es ist der persönliche Kontakt mit den Menschen, wenn ich Vorträge halte. Gestern zum Beispiel war eine Seniorengruppe bei uns im Institut, das waren vielleicht so 30, 40 Leute, denen habe ich das mal erklärt, die Klimaproblematik. Und wenn die dann hinterher zu mir kommen und sagen, okay, jetzt habe ich es endlich verstanden, das freut mich und das gibt mir irgendwo die Motivation, dann weiterzumachen. Zum Schluss haben Sie einen Klimawitz auf Lager? Ein Wetterwitz? Ja, Klimawitz, weiß ich nicht. Ich habe mal eine Karikatur gesehen, das war irgendwie im Winter, als dann Schnee lag, das war aber in Amerika und da war die Karikatur Global Warming Delayed Until Snow Melts. Übersetzen nochmal für unsere Zuschauer, ja, die nicht... Genau, also die globale Erwärmung ist vertagt, bis der Schnee geschmolzen ist. Gut, mit diesem Stichwort oder mit diesem Zitat verabschieden wir uns. Ich weiß nicht, wie wir mit der Zeit sind. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir hier waren. Ich hoffe, dass dieser Platz in 200 oder 500 Jahren noch einigermaßen so ähnlich aussieht und wünsche Ihnen für Ihre Arbeit noch alles Gute und dass Sie viele noch Menschen treffen, die dann hinterher sagen, jetzt habe ich es verstanden, ich ändere vielleicht wirklich was. Ja, vielen Dank. Gut.